Hey Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ich bin nochmal kurz in Ledechko und will hier noch dem Müller einen kleinen Besuch abstatten, denn er hat vielleicht Arbeit für unsere beiden Freunde Matthias und Fritz. Ich muss mal hier durch, du machst keinen Platz wahrscheinlich. Jetzt wieder gemeckert von dem Kerl. Und ja, danke für die hilfreichen Tipps. Und zwar habe ich jetzt einmal vom ich hoffe, ich sage den Namen korrekt, diesen Buff mit den Kräutern. Dass man zum Beispiel mehr Charisma bekommt durch Kräuter, durch wohlduftende Kräuter. Da braucht man nur 2 Stück im Inventar von. Und was noch? Genau. Der Hanfried sagte, das mit dem Schatz, da gehe ich jetzt gleich nochmal kurz schauen. Das sei etwas weiter nördlich. Gelobt sei Jesus Christus. Genau, der auch. Theresa, die Müllerin, schickt mich. Sie sagt, du bräuchtest Hilfe. Ein paar starke Hände könnten nicht schaden. An wen hast du denn gedacht? An meine Freunde, 2 Überlebende aus Scarlets. Und warum sollte ich die nehmen? Weil sie erfahrene Zimmerer sind. Zimmerer wären tatsächlich nicht schlecht. In der Mühle gibt's viel zu tun. Und ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Thomas, mein Vormann, gibt sein Bestes. Aber allein packt er das nicht. Aber sie sind doch keine Faulpelze oder gar Säufer. Ich nehme nur fleißige und redliche Leute. Nein, die trinken nicht. Nicht so viel zumindest. Sind gute Jungs. Und da sie aus Scarlet sind, praktisch deine Nachbarn. Du musst ihnen helfen. Das sind Gottes Worte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sag ihnen, ich gebe ihnen eine Chance. Über Lohn und ein Dach über dem Kopf reden wir, wenn sie hier sind. Ja, wunderbar. Dann muss ich jetzt eigentlich nur noch Sasa und denen Bescheid geben. Dann muss ich noch das Diadem abholen, das fertige. Eine Basis ist übrigens eine Cousine. Nicht eine Dienstmagd. Das wusste ich nicht. Danke fürs Verbessern übrigens. Ja, was wollte ich noch? Und dann können wir nach Thalmberg und das abgeben bei Steffi. Bei Herrin Stefanie. Ich frage mich ja, was dabei rauskommt am Ende. Wenn wir ihnen Gefallen tun, wie stehen wir dann mit ihr? Ich glaube nicht, dass wir mit ihr anbandeln können, weil dafür sind wir eigentlich von zu niederem Geblüt. Aber andererseits, die Frau, die ist halt seit sie verheiratet ist, Jungfrau, oder? Achso, und der Cloud Candy hat gemeint, es gibt eine Mod. Da könnt ihr zum Beispiel den Sammelradius von Kräutern erhöhen. Aber man sammelt ja eh schon alles auf im Umkreis. Seht ihr? Ruhig. Also brauche ich die jetzt nicht unbedingt. Das sind alles so Komfortmods. Genauso das mit dem mehr Tragen, dass man das Gewichtslimit erhöht. Vielleicht mache ich das, weil mich nervt es in der Tat, ehrlich gesagt, so ein bisschen, dass man so wenig sammeln kann. Das ist immer so ein bisschen wenig. Und hier ist ein Nest. Mit einem Groschen drin. Super. Aber wer den Groschen nicht ehrt, ne? Ihr wisst ja. Ne, mal gucken. Also, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm. Aber ich finde auch, das Belastungslimit ist sehr, sehr niedrig. Deswegen habe ich jetzt mal echt viel da gelassen. Auch mein Kettenhemd, mein schönes neues, mein ungarisches. Weil ich brauche Platz. Ich brauche Platz für Schätze. Das ist wichtig. So, ich werde mir auch mal markieren, wo der Schatz jetzt war. Hier, und zwar da. Und wie gesagt, etwas nördlich davon meinte der Hanfried, da finde ich dann nämlich noch einen anderen Stollen und da gibt es dann den richtigen Schatz erst. Ist leider ein bisschen doof gelöst, aber ja, gut. Achso, und auch nochmal habt ihr bestätigt, dass Schätze sind nicht immer Gräber. Die können auch Kisten sein oder sonstiges. Ich war jetzt halt der Meinung, so ein Indikator, dass man den Schatz gefunden hat, ist wirklich so ein Würfel, den man hier kriegt. Diesen, haben wir es da, den da, den Glückssträhnenwürfel. Den bekommt ihr nämlich immer in einem Schatz. Sonst nirgends, glaube ich. Und ich würde auch gerne mal wissen, wie sich das auswirkt. Ist es wahrscheinlich, dass wir einfach bessere kritische Treffer landen oder keine Ahnung. Ich werde auch mal gucken, dass ich mir ihn hier schieße. Weil Hirschfleisch gibt sehr viel Geld. Das ist zwar dann Diebstahl, aber sobald ich es gebraten habe, ist es dann kein Diebstahl mehr. Und dann kann ich das einfach ganz gut verkaufen. Für sehr viel Geld. Muss mich aber auch beeilen, weil das verdirbt recht flott. Guck mal, hier sind auch überall solche Felsbrocken. Das könnte ebenso gut ein Hinweis sein auf einen Minenstollen. Ich weiß ja nicht, ob das dann so schlecht behauen ist oder was. Oder man sieht da mal, das ist hier überall so geröllig so ein bisschen. Vielleicht sollte ich einfach mal hier die Augen aufmachen.
Nee, andererseits hier ist auch nichts, ne? Nee. Wo bin ich denn jetzt eigentlich aktuell? Aha, ich bin schon in der Nähe. Das war ein Todesort. Also da ist einer umgekommen, haben wir ja letztes Mal gesehen. Ist hier ja noch was. Diese ganzen, ich meine, diese ganzen abschüssigen Gerölle. Also diese Geröll, ne? Ach, wie soll ich das erklären? Da würde ich jetzt zum Beispiel eine Mine vermuten, weil irgendwo muss das Gestein ja auch hingeschafft werden. Und, also, dass man es nicht einfach jetzt irgendwo runterkippt, also, oder dass man es runterkippt, ist für mich eine logische Konsequenz. Ich meine, warum nicht? Na, Häschen. Oh, ich brauche eigentlich Hasenfell, ne? Ah, ich wollte mir vielleicht auch mal einen Hirsch schießen, habe ich ja gesagt. Nur, wo fange ich da an zu suchen? Oh! Nicht ernsthaft, oder? Ist es das? Ein interessanter Ort. Was ist das denn hier alles? Da ist auf jeden Fall schon mal ein Bett. Schön hier, ne? Richtig schön. Oh Leute, wenn das jetzt... Nee, ist nicht der Schatz, aber ich kann hier schlafen. Oh, edle Schuhe, Eibenjagdbogen. Was? Ein Bogen, mit dem du genug Schusskraft aufbringen kannst, um mühelos jedes Wildtier zu erlegen. Und wenn du damit einen 200 Pfund schweren Hirsch zur Strecke bringen kannst, hat ein Gegner mit leichter Rüstung kaum eine Chance. Oh. Ein Würfel für ungerade Zahlen? Warte mal, was ist das denn jetzt? Das ist aber nicht der Glückswürfel, also ist das nicht der Schatz. Ein Spielwürfel, der für ungerade Zahlen gezinkt ist. Oh, das ist super. Ich meine, dass ich hier so ein bisschen ungerade Bahnen einschlage, das wisst ihr ja. Oh, wollte ich nicht. Also ich bin jetzt kein sauberer Bube. Ich mache hier natürlich, was ich will. Und begehe auch mal so ein paar Verbrechen. Also ich bringe jetzt keine ehrbaren Leute um, aber naja. Das mit Klauen, das ist ja nicht verkehrt. Da tue ich ja nicht direkt jemandem weh, oder? Ist sowieso nur ein Spiel, von daher. In echt würde ich das nie machen, dafür bin ich echt leider zu ehrlich. Man muss auch mal so ein bisschen aus seiner Haut, finde ich. Sonst macht es ja auch keinen Spaß. Könnte ich auch echt so tun, als spiele ich Ritter und... Weißt du? Ja. Okay, ein bisschen nördlich davon. Weil er ihr sagt. Aha. Oh, warte mal, ist das... Nee, das ist das komische Lager hier. Ein bisschen nördlich davon, wie soll ich das verstehen? Na guck, ich sammle da jetzt alle auf. Zack. Oh, Kräuterkunde. Neue Stufe, sehr gut. Oh, warte mal, ist das... Das ist Einbeere. Also seht ihr, der ganze Radius ist abgefischt. Zack. Jetzt ist die Frage, sammle ich alles auf? Das sind drei. Ich habe... Aktuell habe ich... Wann ist Einbeere? Da, fünf Stück. Jetzt müsste ich ja acht haben danach. Acht Stück. Wow, er sammelt sie wirklich alle auf. Das ist super. Das ist mir bis jetzt noch nicht so aufgefallen, dass er alle sammelt, wenn man eins findet. Also er sammelt wirklich alle im Umkreis. Oh, aber ich habe gar keinen Pfeil ausgerüstet. Das finde ich auch super, dass man das immer sieht, die Pfeile. Und die Fackel habe ich auch nicht ausgerüstet. Warum soll ich jetzt wirklich einen Hirsch suchen und den abschießen? Ich habe ehrlich gesagt nicht so Lust darauf. So. Oh, wie viele Einbeeren es hier gibt. Warum ich die so toll finde? Wegen der Salbe. Wird langsam spät, oder? Die Sonne steht tief. Ich sollte mal langsam nach Sasau gehen. Dass wir mal voranschreiten können. Und ja, ihr habt auch schon... Ich habe auch schon öfter jetzt gelesen, dass es echt für manche von euch auch schwer ist, eine Hauptquest zu verfolgen, wenn man so viel tun kann. Es gibt halt so viele Nebenquests. Und guck mal jetzt schon wieder. Ich bin 10 Minuten nur am Rumlatschen und Sachen sammeln. Toll, ne? Guck mal, wie viele Einbeeren hier. Mist. Ich kann nicht widerstehen. Aber ich muss. Aber jetzt weiß ich, wo ich Einbeeren finde. Auf dem Hügel hier oben. Nee, es ist unglaublich. Ich finde diese... Oh, was ist das? Ah. Ich will diesen Stollen nicht.
Das ist ein Fluch. Es ist auch ein bisschen sehr verworren hier. Oh, was ist das? Was ist das denn hier? Das ist so eine Art, ich weiß nicht, was pflanzen die Bäume? Was ist, würden die da einfach so eine kleine Baumzucht haben? Also Baumzucht, ja, genau, genau. Nee, als würden die da einfach so Bäume einzäunen, dass die vielleicht nicht geäst werden von den... Wie wisst ihr, Esen heißt, dass das Rotwild so die Knospen abfrisst von den Bäumen und dann macht sie halt die Triebe kaputt. Aber hier ist das nicht der Fall, weil hier gibt es genug Bäume. Können wir hier vielleicht? Überall, was so ein bisschen abschüssig ist, ist halt eine Mine zu vermuten, denke ich. Aber ich finde keine. Ah ne, da unten ist wieder die andere Mühle. Ich hab mich schon längst ein paar Mal überschlagen hier. Vorsicht! Vorsicht! Hätten vielleicht echt den Unschütze eine kaufen sollen, so eine Schindmähre. So, ich bin wieder da. Ihr kennt mich noch. Ich will mich mal ganz kurz in der Hütte hier umsehen. Geht's nicht rein. Gut. Ist das auch geklärt? Weitermachen. Die Musik so traumhaft. Ah, wie viele Pilze hier. So, gleich müssen wir da sein. Ach nee, ich muss sowieso unten rum wegen dem Fluss, oder? Ich komme nicht am Fluss vorbei. Ich glaube, es reicht übrigens noch, dass er noch aufhat, der Schmuckmensch. Ach, jetzt komm schon. Den Ausdauer brauchen wir noch. Sehe ich mal diesen Anblick an, das ist wunderbar. Sieht einfach toll aus. Stell ich mal vor, ihr würdet jetzt genau hier stehen und euch das ansehen können, da in dem Licht. Herrlich. Ich würde es malen, wahrscheinlich könnte ich das. Herrlich. Ganz kurz nochmal gucken, was ist das hier? Wird das gerade gebaut oder ist das schon wieder verfallen? Ich glaube, das ist verfallen, das ist abgebrannt. Oder? Nee. Das wird noch benutzt. Das ist für Heu. Wie schön das ist. Leute, das sieht so gut aus. Und ohne Fantasy, ich sag ja. Oh, da hat sich einfach mal ein Aufnahmeprogramm aufgehängt. Warum auch immer. Frech. Aber wir kommen hier rüber. Das ist gut. Ist nicht zu tief für Heinrich. Kann ich schwimmen, anscheinend. So, wie gesagt, ich hoffe, der Mann hat noch auf und dass ich mir dann noch... Oh, das ist eine Mühle. Sehr gut. Ich habe jetzt irgendwie... Das Spiel hat mich ein bisschen verdorben. Ich denke jetzt immer, dass Müller Verbrecher sind hier. Oder generell. Lob sei Jesus Christus. Genau, du bist ein Dieb. Weißt du, wo ich den Meistergraveur finde? Ja, er hat eine Werkstatt in der Nähe des Klosters. Das wollte ich gar nicht wissen. Ich wollte fragen, ob du Dreck am Stecken hast. Oh, ist das ein Jäger? Ein Wächter. Schade, ich dachte, der kann mir vielleicht was beibringen. Das ist der Meistergraveur. Dann möchte ich noch mit meinen Jungs reden. Dass die eine Arbeit haben, das freut mich ehrlich gesagt ein bisschen. Herr Graveur, Herr Graveur. Beste Grüße. Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich halte mein Wort. Natürlich ist es fertig. Hier, bitte. Gott sei Dank hast du den Moldavit gefunden. Ohne ihn wär's nicht halb so schön. So, und jetzt habe ich ein schönes Geschenk für Theresa. Nein, ich bringe das natürlich Herrin Steffi. Ich kann doch ihr Vertrauen nicht missbrauchen. Ich bin gespannt, was es dafür gibt. Ob sie mir einfach nur danken wird, ob ich 10 Groschen dafür kriege, wer weiß. Ich schätze mal, die Groschen werden es sein. Das ist immer so ein bisschen undankbar hier, finde ich. Die sagen, ja, ich lasse es mich was kosten. Nö, 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 nö. Wenn ich da mal einen kleinen Diebstahl mache, kriege ich mehr als durch so einen riesen Auftrag hier wahrscheinlich. So,
Hey Jungs, ich habe was für euch. Aufgaben. Grüß dich. Und es wird nicht gefaulenzt. Gibt's Ärger. Der Müller in Ledetschko würde euch gern kennenlernen. Ich kann üben du bei denen. Hast wirklich Arbeit für uns? Selbstverständlich. Ich konnte eure verdrießlichen Gesichter nicht länger ertragen. Danke, Heinrich. Nur... Was? Die Belohnung, die wir versprachen. Also, wir kommen zusammen nicht mal auf einen Groschen. Ach, das macht nichts. Gebt mir das Geld, wenn ihr könnt. Das werden wir. Ja, ja. Komm nächste Woche vorbei. Wir geben dir Geld, sobald wir unseren ersten Lohn bekommen. Bitte bring mir bei, wie man sich im Schleichen verbessert. Ihr wisst doch. Interessant. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Ja, genau. Was ist denn für ein Freund? Ist das nicht etwas viel? Ihr seid tolle Freunde, ganz ehrlich. Was sagst du dazu? Du bist ein Knauser. Ja, und ihr seid pleite. Was erwartest du? Glaubst du, ich gebe meinen letzten Groschen für euch? Oh nein. Abgemacht. Hör gut zu. Ja, hör ich. Neue Stufe Heimlichkeit. Heinrichkeit. Bitte bring mir bei. Gewiss. Okay, das nochmal. Ich möchte meine. Nur wenn du schon was auf. Okay, dann halt nicht. Ich denke. Ein andermal. Ja, tschüss. Ich hab nicht mal Schuhe. Wieso hat er jetzt irgendwelche Fußlappen? Mann. Jungs. Ihr müsst mal gucken, wer bleibt. Wenn keiner nett zu euch ist, so wie ich jetzt, dann habt ihr Pech oder was? Dann sitzt ihr auf der Straße. Oh, hat sich was verbessert. Ja, reparieren hat sich verbessert, natürlich. Schönchen. So. Eigentlich habe ich keine Zeit, hier rumzugammeln. Aber ich glaube, wir nehmen noch mal ein Zimmer für eine Nacht. Kostet ja nicht viel. 2 Groschen. Beste Grüße. Beste Grüße. Könnte ich hier irgendwo schlafen? Aber ja. Im Schweinestall ist noch was frei. Für wie lange? Gestern. Nee, ein Tag. Nur die eine Nacht. Gut, aber gib mir ein paar Münzen vorab. Sind schlimme Zeiten. Wie vorab? Hier dein Geld. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Ja, eine Wolke aus stinkendem Stroh. Bin gleich damit zurück. Ist schon klar, guter Mann. Aber ich find's schon nicht. Bin sofort zurück. Hab hier schon mal gepennt. Warte mal, hier ist ja noch ein Zimmer. Aber nicht mein Zimmer. Ein privater Bereich. Wollen wir noch ganz kurz gucken. Ich komme jetzt aus der Übung, wenn ich nicht mal wieder ein Schloss knack hier. Da siehst du, geht noch. Mhm. Edle braune Beinlinge. So. Oh, den Knüppel. Nehmen wir mal mit, komm. Ich weiß nicht, wie das Schöne ist. Ich kann es gleich hier abladen in meiner Kiste, in meiner privaten. Ha. Ich finde das super. Ja, Herr. Was ist das, der Nachttopf daneben? Habt ihr gesehen? Ugh. So, der Knüppel kommt weg. Der Eibenjagd. Nee, warte mal. Doch, der Eibenjagdbogen. Schade, dass ich den nicht nutzen kann. Oh, sieh mal, die ist. Na gut, die ist sauber. Edle Schuh. Lose Beinlinge. Sagt man nicht zu einer losen Dame, dass es, naja, ihr wisst schon. Eine offene Beckenhaube. Die habe ich ja gefunden. Oh, guck mal, eine offene Beckenhaube, die ist besser als mein Helm, auf jeden Fall. Aber auch schwerer. Den habe ich mir gerade erst gekauft. Hm. Guck mal, das Hemd ist besser als das kumanische Kettenhemd. Das normale Hemd, also das Kettenhemd hier, was ich da habe. So, also kumanisch, das ist auch kein Wert, kein Prädikat oder so. Ja, dann pennen wir mal. Warte mal, habe ich noch was zu lesen vielleicht? Ist auch egal. Oh, was? Sattheit? Stand da eben mit 38? Habe ich was verpasst? Wahrscheinlich, wenn ich dann um die Zeit aufstehe, habe ich ja noch 38, oder? Ah, ja, das könnte hinkommen. Ich muss dringend was essen, Leute. Hungerhaken. Nein! Ich habe meinen Buff nicht mehr. Ich muss unbedingt aufstehen, Leute. Ich habe gerade das Achievement Hungerhaken bekommen. Das heißt, ich hungere schon. Oh, das ist aber ganz schlecht. Dann ist jetzt, wie gesagt, meine Agilität und Gewandtheit weg. Oder Agilität und noch was. Vitalität. Ach, Mann. Oder? Ich bin wirklich ziemlich hungrig.
Die habe ich noch. Und es regnet schon wieder. Ach ja, da gibt es auch eine Mod übrigens, wie ihr den Regen aufstellen könnt. Na, so schlimm ist aber gerade gar nicht. Ach komm. Will ich hier was aus dem Topf essen? Ja, danke. Aber es regnet doch gar nicht. Warum rauscht es denn so, als würde es regnen? Oh, guck mal hier. Doch, es regnet. Okay, jetzt sehe ich's. Na komm, ich versuch's mal. Für mich sieht mich jetzt keiner. Ich habe hier gespeichert. Hier gibt's nämlich bestimmt auch noch was zu essen. Nein, ich kann doch was kochen, verdammt. Aus dem Topf essen. Ist aus dem Topf! Ich bin wahrscheinlich immer noch nicht... Ja, ich bin gerade so gesättigt. Guck mal. Was? Der sitzt da! Wirt! Warum sitzt du da, bitte? Jetzt mal ernsthaft. Es ist nachts. Mit dir. Ja, mit dir auch. Wie wär's, du schläfst mal ein Ründchen. Unglaublich, oder? Immer so ein bisschen Wegzehrung mitnehmen. Oh, Wildbret vom Hirsch. Könnte ich ja verkaufen, hätte ich denn welches dabei? Hätte ich was gejagt? Aber so ein bisschen Speck mitnehmen. Sättigend und wohlschmeckend. Oder Salami. Minus 5 Energie. Salami kostet Energie. Gut zu wissen. Nee. Lass ich mal. Dass ich Brennnesseln. Ja. Tipp. Einstecken. Weitermachen. Nicht, dass jetzt hier so ein Bursche im Stall pennt bei den Pferden. Ich habe es übrigens schon wieder gehört. Also es ist fast unmöglich mit dem Gamepad hier Sachen zu knacken. So Schlossknacken ist fast wirklich unmöglich. Oh, hier ist Leder. Hundeleder. Reisetreter, die sind immer teuer, das weiß ich. Und Schlappen. Grüne Kugel, was haben wir noch? Oh, Tunika. Gelber Spitzhut. Mhm. Wundert euch nicht, ich habe was vor. Achtung. Und zwar. Ja. Bin nett, ne? Da. Die brauche ich nicht. Die geben nicht viel Geld. Die geben Geld. Der gibt Geld. Ja, ich bin jetzt nicht die Wohlfahrt, ne? Aber ich bin nett. Lass mal die Sachen repariert und dann gehe ich. Der freundliche Dieb. Natürlich nicht alles. Ich brauche ja auch Lohn, ne? Steht sich. Oh, köstlich. Da nichts zu holen? Da gar nichts. Okay. Ich würde gerne mal im Kloster vorbeischauen. Aber ich weiß nicht, ob ich mir so einen kleinen Abstecher jetzt erlauben kann, da ich ja unbedingt nach Thalberg will. Oh, nee, nee, nee. Aber ich gehe nochmal beim Graveur vorbei. Weil sie hat noch ganz viele Kisten bei sich da stehen. Das kann ich machen. Hoffentlich ist der jetzt nicht gerade... Wahrscheinlich sitzt er immer noch im Dunkeln und ist am Arbeiten, oder? Kann ich mir bei dem Kerl gut vorstellen, ehrlich gesagt. Nee, er schläft. Kann ich die Fackel bitte mal ausmachen? Ja. Schläft er auch hier, sag mal. Was hat er denn alles? Einen dunklen Pompon. Ein paar Groschen. Teure Lederstiefel. So, so.
Das ist wieder zu schwer für mich. Nee. Ah. Münzzeichnungen. Zeichnungen des Prager Groschens aus der Werkstatt des Graveurs. Oh, das ist ja... Geh lieber. Ich will es nicht riskieren, jetzt doch noch erwischt zu werden. Das wäre jetzt echt ein bisschen peinlich. So, so. Das ist doch bestimmt noch für einen Auftrag gut, ha? Ja, den mit Moldavit. Oha. Sehr gut. Das ist jetzt ein bisschen gemein. Das ist natürlich ein Questgegenstand. Nee, das will ich jetzt nicht lesen. Leute, das will ich nicht lesen. Am Ende weiß ich, werde ich jetzt gespoilert durch die Quest, die da vielleicht rauskommt. Das möchte ich nicht. Das machen wir dann ein andermal. Da gibt es noch eine Aufgabe. Aber ich muss erstmal zu Steffi. Ich habe versprochen, dass ich erst zu Herrn Stefanie gehe, Leute. Kann ich nicht machen. Oder wir gehen zum Meerhütt und klauen dann erstmal einen Hengst danach. Komm, wir gehen erstmal zu Steffi. Was soll's. Danach gehe ich nach Meerhütt, hol mir ein Pferdchen, bring das zurück. Aber dann habe ich ja wieder kein Pferd für mich. Ist ja ärgerlich. Oh, ein Wanderer. Untersuch den mal. Hat wahrscheinlich wieder eine Schatzkarte, wer weiß. Hey Mann, guter Mann. Bitte, Herr, hilfst du mir? Bei was denn? Was ist dir widerfahren? Ich bin den ganzen Weg aus Kuttenberg gelaufen. Und zwar barfuß. Die Füße sind wund bis auf die Knochen. Hättest du nicht ein sauberes Stück Stoff für mich, guter Herr? Dann kann ich sie wenigstens verbinden. Hättest du nicht lieber Schuhe? Wie meinst du das, Herr? So wie ich es sage. Ich schenke dir ein paar. Die feinen Lederstiefel. Ne, ich gebe ihr meine, komm. Die sind zwar ein bisschen dreckig. Bestätigen. Danke, Herr. Danke. Selten trifft man solch einen barmherzigen Samariter. Gott vergelt's dir. Jederzeit. Pass auf dich auf. Ganz ehrlich, ich glaube, sowas kann nur im Guten zurückkommen. Zieh ich halt die geklaut. Jetzt bin ich selber barfuß. Die guten Lederstiefelchen. Ne, ich zieh die leise Drehter wieder an. Die sind zwar geklaut, aber weiß doch keiner. Ich in Thalenberg bin. Oh, ein Aktivitätengeber. Ah, ich hasse es, aber ich muss leider weiter. Was? Ja. Ja, habe ich doch schon. Den habe ich doch schon untersucht. Ah, ich hasse es wirklich, ne? Ich würde, wenn ich jetzt für mich spiele, ich würde alles hier annehmen. Ich würde pfeifen drauf, wenn ich eine Hauptquest habe oder hier so eine Aufgabe wie, dass ich zu Herrn Stefanie zurück soll. Ich würde drauf pfeifen, Leute. Wirklich, ich würde drauf pfeifen. Und sagen, zack, soll sie halt warten. Kannst du etwas Zeit erübrigen? Oh nein, das, ja. Du wirst bestimmt wieder kämpfen, ne? Nee, lass Was mal. Was ist denn? Ich möchte dich zum Duell fordern, Herr. Was? Ein kleiner, einvernehmlicher Kampf. Ich bin gerade vorbeigeflogen. Nein, ich habe keine Zeit. Tut mir leid, dafür fehlt mir die Zeit. Verstehe. Entschuldige, dass ich dich aufgehalten habe. Ah, doch, aber immerhin ist er höflich. Wie ich einfach mal... Unfallort, ja, ich bin gerade verunglückt, bisschen. Wo ist denn hier der Unfallort? Wo denn? Man sieht es nicht auf der Karte. Ich bin gerade hier vorbeigeflogen. Niom. Es ist so gut, Leute. Es ist so gut. Na, ignorieren, komm. Herrlich. Ich find's super. Ja, auf jeden Fall in Meerhöhet. Oder Meerhöhet. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Da ist Plätze. Das werde ich dann mal gucken, ob ich sie finde. Aber ich soll ja erstmal ein Pferd klauen. Ach man. Da kann ich mich da bestimmt nie wieder blicken lassen, oder? Ich mach's so, dass ich mir erstmal ein Pferdchen... Nein, ich kann's mir nicht kaufen. Ich bekomme ja eins in der Hauptquest. Ich klaue eins. Mal sehen. Soll ich Plätze klauen? Mal gucken. Guten Tag. Durchsucht mich nicht. Oh, das ist ein Aktivitätengeber. Habe ich das nicht schon mal gesehen und wollte hin und habe es dann doch nicht gemacht? Würde passen zu mir. Herrin Stefanie. Oh nein, wo ist sie denn? Ich werde, sie schläft noch, oder? Wie letztes Mal. Die liegt noch in den Federn.
Nein, willkommen, Heinrich. Schön, dass du da bist. Ja, ne? Finde ich auch schön, wenn ich wieder hier bin. Ich schütze dich. Was benötigst du? Ich habe alles erledigt. Ich habe das Pferd, Herren. Wie wunderbar. Es gab hoffentlich keine Schwierigkeiten. Es hat mich oft abgeworfen. Ich sollte das vielleicht sagen, ja. Das Pferd ist ein Wildfang und lässt sich nur schwer reiten. Hat mich immer wieder abgeworfen. Dann ist es ungeeignet. Sophie kann kein ungehorsames Pferd gebrauchen, das die Hochzeit ruiniert. Es gibt einen Trick. Wenn man ihm vorsingt, beruhigt es sich. Singen? Für ein Pferd? Genau. Ich habe für das Pferd gesungen, Herrin. Dann musst du mir aber auch etwas vorsingen. Herrin, ich weiß nicht, ob... Damit ich weiß, wie man das Pferd beruhigt. Mach schon, sing! Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich hier zeigen? Wem fragst du? Ja, wem fragst du? Meiner Liebsten ruf ich dir zu. Oh, wie wunderbar! Es überrascht mich nicht, dass deine schöne Stimme das Pferd beruhigt hat. Ja. Naja, ich überlege mir, was wir wegen des Pferds unternehmen. Hab Dank, Heinrich. Da muss halt jemand singen, ne? Ich bringe dir das Diadem vom Meistergraveur. Heinrich, du bist ein Schatz. Ja. Sieh nur, der Moldavid. Ist er nicht schön? Sophie wird aussehen wie ein Engel. Was wollte ich noch? Das weißt du nicht mehr. Ich bringe dir den Wein. Wunderbar, wunderbar. Was wäre eine Hochzeit ohne guten Wein? Stell ihn hier irgendwo ab. Ich werde später nach einem Diener schicken. Ich hoffe, es gab keine Schwierigkeiten. Nö, alles gut. Schwierigkeiten? Dieses Wort kenne ich nicht. Aufschneider. Rat nicht so dick auf. Na gut. Kann ich noch etwas für dich tun? Nein, du hast wahrlich genug getan. Es ist Zeit für eine Belohnung. Das ist nicht nötig, Herrin. Dass du mir deine Zeit schenkst, ist Belohnung genug. Du bist ein Schleimer. Ach, Heinrich, sei nicht so bescheiden. Ich bin dankbar für deine Dienste und auch für deine Gesellschaft. Aus diesem Grund möchte ich dir etwas schenken. Die Defloration. Dieses Hemd gehörte meinem Vater. Er war ähnlich gebaut wie du. Breite Schultern, starke Brust. Es sollte dir passen. Aber das kann ich nicht annehmen. Es ist zu wertvoll. Eben deshalb werde ich es nicht den Motten überlassen. Meinem Mann passt es nicht und ich wüsste niemanden sonst. Außerdem, wenn du uns wieder verlässt, möchte ich, dass du etwas hast, das dich an mich erinnert. Damit du mich nicht vergisst. Sie flirtet doch. Dich könnte ich nie vergessen, Herrin. Nun, würdest du es zumindest anprobieren? Was? Jetzt? Warum nicht? Keine Sorge. Ich drehe mich auch um. Und wenn dein Mann hereinkommt? Wird er nicht. Und auch sonst niemand. Na, no. Die arme Frau. Na gut. Oh, jetzt geht's wahrscheinlich rund, oder? Es ist wirklich schön, dich hier bei mir zu haben. Casanova. Ich sehnte mich so lange nach jüngerer Gesellschaft. Offenbar hat Gott meine Gebete erhört und ich zu mir... Ich bin fertig. Das steht dir ausgezeichnet. Du siehst aus wie ein feiner Herr. Als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich immer viele andere Kinder und junge Erwachsene des Hofes um mich. Ich war so glücklich. Ich dachte, dass das für den Rest meines Lebens so bleiben würde. Aber Gott hatte andere Pläne für mich. Hast du und Herr Divisch keine Kinder? Nein. Nein, leider nicht. Es war uns nicht vergönnt. Schon zweimal trug ich ein Kind in mir. Aber beide starben. Und nun fürchte ich, gibt es keine Hoffnung mehr. Herrin. Vergib mir, Herrin. Das war falsch. Ist schon gut. Ein
Das ist aber... die geht aber gleich zur Sache. Oh nein, jetzt schlafen wir. Eine Stunde. Also Heinrich, für eine Edeldame kannst du dir ein bisschen mehr Mühe geben. Da kann man auch mal ein bisschen ausgefallen... Nein, ich sag jetzt nicht. Letztes Mal hatten wir Spaß. Was? Letztes Mal hatten wir Spaß? Was ist denn? Die ist weg. Nein, ich will sie nicht beklauen. Das machen wir nicht. Oh, jetzt kriege ich bestimmt Ärger. Was für bestimmt? Nein, die Wisch. Ja. Gott. Ja, ich habe gerade mit der... Oh, besuche Theresa. Okay. Jetzt gleich die nächste, oder was? Ich muss Theresa unbedingt in ein paar Tagen erneut ausführen. Oh, das ist... Wie abgeschlossen. Bitte was? Warte mal. Hat sich das jetzt mit Theresa erledigt? Liebeswerben, besuche Theresa. Okay. Leute, ich habe gerade mit Stefanie... Ich habe gerade Gräfin Stefanie gepimpert, ja? Der Casanova. War übrigens ein Achievement, wollte ich nur sagen. Und alles ist gut. Ich kann immer noch mit Theresa. Ich meine, ganz ehrlich, Theresa und er, die haben nur ein bisschen rumgeturtelt. Da gab es doch keinen. Wie kann ich helfen? Na gut, ich meine, die haben geküsst. Haben sie sich geküsst? Können wir handeln? Wenn du Geld hast? Ja, ich weiß, ich bin ein Kerl, ich bin ein Schwein. Ich hab's schon wieder vergessen, ob die rumgeknutscht haben. Marathon, habe ich schon gelesen. So was Neues? Nee. Ist immer das alte Zeug hier, ne? Haben wir noch? Ach, verdammt. Das ist alles noch das geklaute Zeug. Guck mal, die sind dreckig, also sind sie teurer, oder wie? Das Hemd von Herrin Stefanie. Das feine Hemd. Das werde ich behalten, Leute. Das werde ich bestimmt nicht verkaufen. Das ist viel zu schön, um es zu verkaufen, finde ich. Roter Chaperon. Ungarisches Kettenhemd. Nee, das... Habe ich das eigentlich nicht mehr an? Habe ich das Kettenhemd nicht mehr an? Ach, habe ich gar nicht angezogen, wahrscheinlich. Geht ja auch schneller, wenn man pimpert. Dann muss man sich nicht erst anziehen, ne? Je weniger Klamotten, desto besser. Sag mal. Die Herrin Stefanie. So ein Luder aber auch. Ich meine, wir hatten noch nicht mal ein Date mit ihr, ja? Und schon hat sie uns einfach mal ins Zipperi gezogen. Oh, sehr gut. Hat sich was erhöht, habe ich gehört. Sie ist ja noch nicht so alt. Eigentlich ist sie noch eine sehr junge Dame, muss man sagen. So, Qualitäten sage ich. Ja, Qualitäten hat sie sowieso, aber ich meine... Aktivitätengeber, dass ich jetzt mal aus. Wir laufen rüber nach Meerjöt. Und da hole ich mir ein Pferdchen. Wie kann ich nicht schnell reisen? Erzähl keinen Scheiß. Na gut, dann Schnellreise. Wie? Von hier aus? Warum? Weil ich gerade auf abschüssiger Fläche stehe. So, jetzt aber, oder? Ich finde das so gut, Leute, wie er sie einfach mal pimpert. Der Casanova. Heinrich. Aber ich finde, das habe ich gut gemacht, ja. Ich habe nicht groß rumgefackelt. Ich habe einfach gemacht, weißt du. Ich war souverän. Habe die Aufträge erfüllt. Ich habe nicht getrickst. Ich habe nicht gesagt, hier, scheiß drauf, ob jetzt ein... Ey. Ob jetzt hier ein richtiger Moldavit drin ist oder sonst irgendein Quatsch. Ich habe es durchgezogen und bin dafür belohnt worden. So sehe ich das, ja. Aber dass er gleich von sich aus sagte, so, nein, Herren, oh, eure Gesellschaft, da. So ein Schleimer, du. So ein Schleimer. Das ist der Stall, glaube ich. Oh, was ein schönes... Okay, jetzt hat es auf einmal Farbe bekommen. Das ist ein schöner Hengst. Oder das ist eine Stute, ich weiß es nicht. Binky. Guck mal hier. Binky. Oh Gott. Uchai Chavras, kann ich nicht mal aussprechen. Hier muss auf jeden Fall Brennnesseln ganz viele sein. Wow, ganz viel Brennnesseln. Plätze! Da ist Plätze! Geschwindigkeit, Kapazität, Mut und Ausdauer. Gut. Ganz normales Pferd. Was ist jetzt da der Unterschied? Okay, also Plätze ist wohl nicht so... Aber es ist Plätze, Leute! Plätze! Das merkt bestimmt keiner, oder? Ich will das klauen jetzt. Ist keiner da? Nein!
Ich bin rüber. Okay, hat keiner gemerkt, oder? Scheiße, ich habe einfach mein Pferd geklaut. Oh, fühl mich gerade gut, Leute. Nicht so deswegen im Pimpern. So, Wojciech wollte auf jeden Fall einfach mal so, weißt du? Einfach mal ein Pferd geklaut. So, gehen wir nach Ledeczko, oder? Ja. Das ist eigentlich nicht nett, weißt du? Die Leute, die arbeiten dafür. Nee, jetzt Gewissensbisse gibt's nicht, nee. Haben wir nicht. Guck mal, wie schnell das geht. Mit Pferdchen. Richtig gut. Ach Leute, was soll ich sagen? Wie gesagt, in Wirklichkeit würde ich das nicht machen. Ich weiß, ich rechtfertige mich dafür, weil es ein Spiel ist, aber... Nun ja. Ich bin froh, wie es ausgegangen ist, wirklich. Das hat sich jetzt echt alles schön herausgearbeitet. Ich weiß halt jetzt immer noch nicht so ganz, wie es mit Theresa enden wird, dementsprechend. Am Ende wird es nichts, weil ich jetzt mit Steffi rumgepimpert habe. Pass mal auf, dann ist sie jetzt sauer. Oder sie weiß es gar nicht. Ich meine, guck mal, andere Postleitzahl quasi, ne? Nein, nicht, dass ihr denkt, ich denke privat auch so. Das ist ein Spaß. Spaß. So, nehmen wir auf. So, da will ich jetzt hin. Wie komme ich da? Richtung Osten. Okay, das ist andersrum. Oh, so ein schönes Pferdchen. Eigentlich hätte ich das gerne selbst behalten, glaube ich. Oh, Vorsicht, da geht's rüber. Ach! Oh. Oh, wie schnell das geht. Wie der Wind. Wie der Wind reite ich jetzt. Ich habe ja noch eine Kette für Theresa. Nee, jetzt aber mal im Ernst. Ich wusste echt nicht, dass man mit Steffi pimpert auf einmal direkt. Das war ihre Entscheidung. Ich meine, ich finde das ein bisschen... Vielleicht war es damals etwas verfänglicher, wenn man sagt, man zieht sich voreinander um gerade. Na gut, eine Frau vor einem Mann, das war wahrscheinlich undenkbar. Aber wenn sich ein Kerl einfach mal ein Hemd anzieht vor einer Frau... Ich weiß nicht, also... Da, ich meine, stell dich mal vor, ihr seid jetzt irgendwo... Ihr seid bei A&M, ja? Nur mal jetzt angenommen, würde ich nie einkaufen bei so einem Quatsch. Ihr seid bei C&A, ja? Einigen wir uns auf C&A. Ihr geht mit einer guten Freundin dahin und zieht euch wirklich um. Und sie guckt halt mal rein und sagt so, ja, okay, steht ihr oder nicht, ne? Dann seid ihr auch nicht direkt am Pimpern in der Umkleide. Das war halt andere Zeiten vielleicht. Deswegen, ich habe jetzt echt nicht gedacht. Ich fühle mich nämlich ehrlich gesagt so ein bisschen bei Team Theresa ganz wohl. Dass ich wohl mit ihr ein Liebesverhältnis eingehen werde. Jetzt auf einmal. Aber ich glaube nicht, dass es was Stetiges wird. Ich glaube, das war jetzt einmal und nie wieder, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt ständig irgendwas... Die Stellen. Ich hab's doch schon gestohlen. Das gehört zu Wojciech. Dem Ganoven da. Ich habe dein Pferd. Ausgezeichnet, Heinrich. Genau so eines wollte ich haben. Da hast du dein Geld. Und ich mein Ross. Genau so ein Pferd wollte ich haben. Also eins mit Beinen und einer Schnauze. Gott schütze dich. Hast du noch was? Ich habe nichts zu tun. Brauchst du vielleicht Hilfe? Wenn du schon fragst, lass mich kurz überlegen. Mal sehen. Oh ja, ich bin schon eine Weile auf der Suche nach einem Geschenk für meine Frau. Ich war in letzter Zeit nicht sonderlich nett. Also möchte ich's wieder gut machen. Und vielleicht Schmuck? Ich soll Schmuck für dich besorgen? Ganz recht, aber keine gewöhnlichen Klunker. Es soll was Besonderes sein, was Edles. Etwas... das Burgfräuleins tragen. Wojciech, hier gibt es nur eine solche Frau. Oh nein. Burgherrin Stefanie von Thalmberg. Und deswegen sollst du mal ihre Truhe in Augenschein nehmen. Wenn du verstehst, was ich meine. Das finde ich eigentlich nicht so wie... Ja. Bist du des Wahnsinns? Dafür könnte ich hängen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich will nur das Beste für meine werte Gattin. Na, spinnst du? Ich werde nicht Steffi beklauen. Da hört's auf jetzt. Verzeih, aber damit will ich nichts zu tun haben. Schade. Komm wieder, falls du deine Meinung änderst. Vielleicht sollte ich nochmal Liebesdienste bei ihr bieten. Dann kann ich mal drüber nachdenken. Bitte bring mir bei, wie man sich im Schleichen... Aber nicht so. Selbstverständlich. Nicht so, Mensch. Das ist doch... Ich möchte meine Technik... Zuerst... Ja, nee, das geht nicht. Ich habe hier... Aha!
Ja. Sag mal. Oh, warte mal, habe ich die schon gelesen? Der Wortschlüssel. Ah, ich weiß nicht, die hatte ich doch schon, die 5, oder? Die 5 hatte ich schon, meine ich eigentlich. Deswegen habe ich die ihm ja wieder verkauft. Oh, die guten Lederstiefelchen. Ich weiß nicht. Ja, 1000. Ne, dann geben wir's. Roter Chaperon. Lazarus-Elixier. Oh. Nach 5 Minuten hat deine Gesundheit wieder das Maximum erreicht und dein Kater ist verschwunden. Nee, ich habe sowieso nicht vor, groß zu saufen. Aber Konservierungsmittel ist vielleicht. Nee, das werde ich auf jeden Fall nutzen. Mark des Nachtfalken habe ich selbst gemacht. Von daher mache ich das auch mal nicht. Schön, die Sets sind bald kaputt. Das ist wirklich gut, weil habe ich wieder ein bisschen leichteres Gepäck. So. Anderen gibt es natürlich auch noch, mein Freund. Besprechen wir den Preis. Ja. Ist gut. Wirklich gut. Zweit Vogel, ey. Ich glaube nicht von Herrn Stefanie. Sag mal, wer Zufrieden? hat der denn. So, okay. Hast du Lack gesoffen, mein Freund? 505, das ist gut. Mit der Summe kann. Ja. Ich wünschte, ich hätte hier eine Truhe, wo mein ganzes Hab und Gut drin lagert. Aber das Pferd ist weg. Schade. Ich dachte, ich habe jetzt was zum Heimreiten. Aber nee. Ist ja auch nicht verkehrt. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nach Hause und pennen ein Ründchen. Nee, ist eigentlich noch zu früh, oder? Ich könnte meine Hauptquest weitermachen jetzt endlich. Na komm, wie viel Zeit haben wir denn noch? Es ist 15 Uhr. Würde ich sagen, wir gehen mal in den Hintereingang. Das obere Tor von Rattai. Ratatatai. Oh, Sattheit. Ich könnte mal wieder was futtern bald. Na, es wird noch reichen. Und dann machen wir mal die Hauptquest. Wir werden uns jetzt mal als Knappe so ein bisschen verdingen. Mal sehen, wie es so läuft. So, ohne Fleiß kein Preis. Bildstock. Ich muss immer an Bilderstöckchen denken hier in Köln. Bilderstöckchen. Ach hier. Guten Tag, Hauptmann Bernhard. Ja? Beste Grüße. Grüß dich. Trophäen übergeben? Ich Ah. habe Trophäen. Ohren habe Zeig ich. her. Was für eine Sammlung. Junge, du bist wohl Gottes Racheengel. Naja, 4 Ohren, ich weiß ja nicht. Ich komme wegen der Ausbildung. Du bist der Junge, den Herr Rat sich schickt. Oh, das ist die Stimme von Alan Rickman, Leute. Genau der bin ich. Dann lass uns anfangen, da Herr Rat sich es wünscht. Ah, und da du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Oder Liam Neeson. Also nicht die Snape-Stimme, sondern, ihr wisst schon, Alan Rickman, sondern die, die er vorher schon hatte. Also gut. Ja, gut. Komm mit und spitz die Lauscher. Ich will mich nicht wiederholen müssen. Ich finde ihn schon sympathisch, allein wegen der Stimme. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Halte es ordentlich und beweg dich. Steh niemals still, wenn du kämpfst. Okay. Ja. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst Versuchen. dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Es bringt nichts, mit dem Schwert herumzufuchteln. Du musst dich richtig reinlegen. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Muss reinhämmern. So. Das spitze Ende ist keine Zierde. Du sollst damit zustechen. Los, versuch's mal. Okay. Genau. Gut gemacht. Gut. Oh, Das das war's genügt. schon. Zuschlagen, zustechen und in Bewegung bleiben bilden die Grundlagen des Schwertkampfes. Versuchen wir etwas Schwierigeres. Einen Schlag kann man leicht abwehren. Du musst deinen Gegner also unter Druck setzen. Kette deine Angriffe aneinander und halte nicht inne. Zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen. Okay. Schön. Gut gemacht. Hey, ich hab ihn erwischt. Gut. Jetzt widmen wir uns der Verteidigung. Einen einfachen Angriff abzuwehren ist nicht schwer. Sei achtsam und bewege dein Schwert im Einklang mit dem deines Feindes.
Okay. Nicht schlecht. Na? Schön. Na komm, hau zu. Ja. Das ist gar nicht so leicht, aber man muss immer gucken, was Schwert hat. Kann dementsprechend dann abwehren. Au. Komm. Nun gut, dann zeig mal, was in dir steckt. Greif mich an und halt dich nicht zurück. Guter Schlag. Au. Siehst du? Zuerst locken. Wow. Au, sag mal. Ist gut jetzt. Warum ich doch nicht mit dem Holzschwert so sehr? Ich zieh dem nichts ab, seht ihr. Au. Wie man die ganze Zeit reinhaut. Au, sag mal. Kann ich jetzt auch mal. Ich habe, glaube ich, keine Chance gegen ihn, oder? Oh. Gut, das reicht. Okay. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Aber dich zum Meister zu machen, wird schwierig. Oh, danke. Wenigstens kannst du die Grundlagen. Versuchen wir etwas Fortgeschrittenes. Behalte stets den Abstand zwischen dir und deinem Gegner im Auge. Dies ist dein Radius. Was? Versuch, deinen Gegner seitlich anzugreifen. So fällt es ihm schwerer, deinen Angriff abzuwehren. Wenn ich das Schwert erhebe, schlage von unten zu. Halte ich es gesenkt, presch vor. Versuchen wir es. Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Greif ein paar Mal die Seite an, an der ich mein Schwert nicht halte. Nicht. Genau. Ah, Naturtalent, ja? Gut, Lektion 2. Alles, was du bisher über das Blocken weißt, ist falsch. Was? Wenn ich blocke, wehre ich deine Schläge leicht ab und habe die Kontrolle über den Raum zwischen uns. Aber es ist besser, zusätzlich auch die Waffe des Gegners zu kontrollieren. Greif an, dann zeige ich es dir. Okay. Au. Okay. Das ist ein ganz klassischer Parier-Move. Gut, das reicht. Jetzt du. Der Trick ist, die Stellung zu halten. Sobald ich angreife, blockst du. Damit schlägst du die Klinge zur Seite. Okay. Na komm. Nein, nicht so. Das Schwert nicht starr halten, sondern im Einklang mit dem Angriff bewegen. Nochmal. Das war zu früh. Ja, wie? Finde den richtigen Rhythmus. Schau, wie sich das Schwert bewegt. Beweg dich gleichermaßen und wehr es ab. Ja, ja. Okay. Nein, nein, was denn? Nein. Ich soll Q drücken. Ja, mach ich doch. Ach so. Ah, okay. Schön. Ich hab's verstanden. Okay, okay. Ich muss die Waffe nur so halten und dann muss ich warten, bis er zuschlägt und dann die Taste drücken. Jetzt. Nicht schlecht. Okay, okay, ich hab's kapiert. Ist gut. Komm, hau zu jetzt. Nein, nicht so. Ja, ich hab zu früh, ich weiß. Aber Verteidigung ging hoch. Genau. Das ist voll gut, die perfekte Parade. Gut. Das ist fantastisch. Er ist ein guter Lehrmeister. So, und jetzt etwas schneller. Konzentriere dich und blocke genau dann, wenn ich zum Schlag aushole. Ich schlage jedes Mal von oben zu, damit du alles siehst. So ist's recht.
Sand. Gut. Gut gemacht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut gemacht. Oh, das war doch... Gut, gut. Und jetzt mit vollem Tempo. Vermutlich klappt es nicht sofort, aber das ist anfangs normal. Du musst üben. Los geht's. Oha. Oh. Fies. Ja. Au. Okay, das ist echt ein bisschen schwierig. Das geht sau schnell. Hauptmann Werner. Keine Zeit. Warte kurz, Heinrich. Was will er denn jetzt, der Vogel? Ich habe gerade trainiert. Grüße, Herr Hans. Mit meinem neuen besten Freund. Ich kam vorbei und bemerkte, dass du Herrn Ratzis geschätzten Gast unterhältst. Kleiner Blödmann. Nicht dasselbe wie einen Hammer zu halten, was, Schmied? Herr Ratzig hat es befohlen. Ich weiß. Eigentlich wollte ich am Schießstand üben. Meine Hand ist ganz steif geworden. Du hast doch nichts dagegen, Bernhard. Keineswegs, Herr. Guten Tag, Sohn des Schmieds. Und tu dir nicht weh. Kleiner Scheißkerl, du willst bestimmt gegen mich jetzt... Du willst mich bestimmt nur bloßstellen, oder? Ach ja, den Gegner dorthin locken, wo man ihn haben will. Es gibt noch einen Weg, Schlägen auszuweichen. Den Schritt zur Seite. Greif an, ich zeige es dir. Was? Oh. Voll gut. Gut, versuch's. Weiche nicht zu früh aus, sonst sehe ich, wohin du willst und treffe dich. Wie denn? Wie denn ausweichen? Das passiert, wenn du zu lange wartest. Ich werde langsam angreifen. Sobald ich meine Waffe hebe, spring zur Seite. Das bringt mich etwas aus dem Rhythmus und verschafft dir einen Vorteil. Wie denn? Das soll einfach zur Seite bewegen. Ah, genau. Ist klar. Cool. Gut gemacht. Ah, wie gut. Ich muss einfach nur die Richtung drücken. Und nun etwas schneller. Versuch dich an den Rhythmus zu gewöhnen. Okay, lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Du kannst Angriffe erkennen, noch bevor sie ausgeführt werden. Ja, ich merke schon. Sehr gut. Schön. Oh, wie gut. Genau. Wie gut es ist. Genau. Macht so viel einfacher, die Kämpfe, wenn ich so drüber nachdenke. Die letzte Lektion für heute. Ein Trick. Hebst du dein Schwert, zwingst du den Feind zu einer Parade. Änderst du dann im letzten Moment die Richtung, wird dein Gegner nicht wissen, wie ihm geschieht. Versuch's mal. Zieh die Waffe zurück, ändere die Angriffszone und schlag zu. So hat er keine Zeit zu reagieren. Okay. Oha. So ist's recht. Ah, ist klar. Gut. Sehr gut. Genau. Gut gemacht. Oh, das ist so gut. Sieh an, sieh an. Gar nicht schlecht. Vielleicht hast du ja doch das Zeug dazu. Auf jeden aber Fall. Aber nicht übermütig werden. Du magst talentiert sein, aber das allein ist nicht alles. Du musst oft und hart üben. Wo ist der Schnösel? Danke, das ist ein super Warte. Typ. Herr Ratzig verlangte auch, dass ich dir das Bogenschießen beibringe. Oh, das kann Komm ich schon. Das kann ich schon. Übungsduell. Aha. Oh, Meister Bernhard, du bist echt ein tofter Typ, muss ich sagen. Ich mag den Kerl. Der ist super. Ich weiß übrigens, was zum Schießstand geht, nur mal so. Soll ich immer vorgehen und anfangen? Du läufst mir so langsam. Ich bin so ungestüm, ich habe jetzt richtig Lust. Oh. Aber wie gut, das hätte ich echt viel früher machen sollen. Ja, ich weiß. Ich habe die ganze Zeit gesagt, Bruder macht aber die Hauptquest. Damit Blümchen lieber. Das ist mein Motto, mein Hobby. So. Zahlbar nehmen wir auch noch mit Olivenzahn. Ein Lager. Nee, also wirklich, das macht mir einen Heidenspaß hier. Es ist unglaublich. Oh, ein Sühnerkreuz. Was steht denn da? Karel Buschmann. Karel ist auch so ein typisch tschechischer Name, oder? Wie Karel Gott. Ja,
Glaubt man nicht, dass die mich durchsuchen, weil ich habe noch ein bisschen geklautes Zeug einstecken, oder? Habe ich? Oh, Pickel. Oh, die Schenke habe ich auch noch nicht. Ich bin mit Herrn Bernhard unterwegs. Der Maul auf den Fall haltendes Volk. Macht Platz. Oh, da ist es wohl. Da habe ich nämlich schon mal gewonnen. Ich finde ihn super. Wie gesagt, alleine schon wegen der Stimme finde ich ihn super. Oh, noch mehr Brennnesseln. Guck mal, wie viele Brennnesseln. Die macht aber auch keiner weg. Zapp, muss sich doch jemand drum kümmern. Aha, noch mehr. Ist ja ein bisschen unschön, oder? Stell dir mal vor, ihr lauft hier mit leichten Beinkleidern lang und habt direkt ein paar Blasen. Da bin ich mal gespannt. Mal sehen. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Ich hab und noch Bogen. Etwas. Zieh diesen Armschutz an. Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen, also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Danke, Hauptmann. Das ist so ein guter, ne? Spar dir den Dank und mach dich bereit. Er braucht keinen Dank. Konzentriere dich. Der Bogen ist nicht gerade die Lieblingswaffe eines Ritters, kann sich aber als sehr nützlich erweisen. Aus einiger Entfernung kommen zwei Banditen auf dich zu. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich den zweiten mit dem Schwert. König Karl, oh, wow. Ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Was du denn? Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Du hältst das Ding wie ein Stück Feuerholz. Warum schießt der auch so bescheuert, der Bogen? Dort ist das Ziel. Versuch es zu treffen. Der soll mal vielleicht... Spanne den Bogen, ziele und lass dann los. Bekomme ein Gefühl für den Rhythmus. Atme beim Spannen ein, halte für einen Moment den Atem an und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Lass die Sehne einfach durch die Finger gleiten. Soll ich schießen, während der Blödmann da an der Zielscheibe rumrennt? Würdest. Das ist eine Bewegung, wenn der Pfeil das Ziel anvisiert und darauf zufliegt. Nur zu. Das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du besser bist, kannst du dir einen anständigen Bogen besorgen. Was macht er denn? Die Pfeile so schnell fliegen, dass man sie kaum noch sehen kann. Geh mal weg jetzt. Den Armschutz nicht. Wenn du den Dreh raus hast, wirst du ihn nicht mehr brauchen. Schön geschossen. Übe noch ein bisschen und mach keine Dummheiten. Der Bogen ist richtig scheiße. Guck mal. Also wackelt das die ganze Zeit. Dann nehme ich auch meinen schönen Bogen, wenn ich damit jetzt üben muss. Oder beziehungsweise wenn ich... Das war gar nichts. Ich habe nicht erwartet, dass ein Dorftrottel was taugt. Hey. Aber du hast sogar meine nicht vorhandenen Erwartungen unterboten. Hey. Mir ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts. Und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen. Wäre ja nicht das erste Mal. Was hast du gesagt? Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Mit einem Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Oh, jetzt reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Nein. Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Also gut. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Mehr als genug. Sag mal. Gut, dann lass uns anfangen. Ey, das ist unfair. Das ist echt unfair. Mit meinem bescheuerten Übungsbogen, warte mal. Sehr leichter Bogen, ich glaube es hackt. Ich nehme den hier natürlich. Merkst, wie gut du bist. Oh nein, ich bin auch nicht gut. Aber wie es aber auch zittert, ne? Geht das ja auch als erster Ver... Oh ja, natürlich. Hackelt doch nicht so. Mist. Ach, scheiße. Ah, der hat vorbeigeschossen, hä? Loser. Jetzt kommt's drauf an, hä? Ah! Oh, ich hab gewonnen! Du Loser! Der letzte ging genau in die Mitte, du Pfeife! Tja, das habe ich nicht erwartet. War vermutlich nicht dein Tag, Herr.
Ich sagte ja, meine Hand ist steif, seit ich beim letzten Jagdausflug vom Pferd fiel. Was gibt's da zu grinsen? Ich denke, du schuldest mir eine Revanche. Wie wäre es mit einem Duell auf dem Übungsplatz? Wenn du willst. Oh Gott. Herr Hans, muss das sein? Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Wunderbar. Lass uns gehen. Oh, du bist so ein Loser, ne? Du kannst es nicht einsehen. Ich meine, ich habe deinen Bogen Oh, oh. Komm her. Oh. Au. Ey, Sommer, das ist feige. Ey. Au! Au! Oh, dieses Schwein! Ey, ist gut jetzt! Ich hab keine Ausdauer! Hast weiche Knie bekommen, was? Ja, ja. Weiterleben! Au! Das ist doof! Aha! Oh, oh! Ja, ja. Gut getroffen! Oh nein! Oh, dieser Mistkerl! Guck mal, der ist viel besser natürlich! Übungskampf, sagt er. Ah. Komm mal zu jetzt. Komm und hol mich. No, Kurva. Oh nein. Ich muss das irgendwie parieren, aber ich schaff's nicht. Ah, scheiße. Der macht mich fertig, das kleine... gezogene Mistkerlchen. Oh, ich will nicht draufgehen. Oh, komm. Du bist doch ein Schwein. Wir sind quitt. Wie es scheint, behalte ich meinen Bogen und du deine Groschen. Ich sollte dir wohl Respekt dafür zollen, dass du meine Herausforderung annahmst. Trotz deiner Unbedarftheit. Vielen Dank, Herr. Ja, meine Klamotten Gott sind kaputt. Sein, Schmied. Und keine Sorge, das war nicht das letzte Mal. Wir werden diese Gaukelei bald wiederholen. Du hast echt so ein kleines Problemchen, weißt du? Mistkerl. Oh. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal meine Wunden lecken. Du bist... Ah, dieser kleine Aufschneider, weißt du, der kann einfach nicht damit klarkommen. Oh, ich habe nichts mehr. Shit. Der kann einfach nicht damit klarkommen, dass wir... Oh, unsere Steppjacke hat er einfach mal kaputt gemacht. Dass wir als Schmiedsohn ihm fast den Arsch versohlt hätten. Ich meine, gut, dass ich im Bogenschießen wenigstens gewonnen habe. Aber das ist fies, weißt du? Ich bin ein ganz unerfahrener Schwertkämpfer. Ich krieg so aufs Maul von jedem aktuell. Das ist nicht gut. So, Leute, ich habe schon ein bisschen überzogen. Ist aber nicht schlimm. Ich mache hier mal Schluss. Wie gesagt, ich werde jetzt erst nochmal... Ich hoffe... Oh, Herr Hanusch, guten Tag. Ich habe nicht gerade deinem Sohn in den Arsch getreten. Oder mir treten lassen. Aber weißt du, das Lustige ist, er sieht noch komplett normal aus. Also seine Kleidung ist nicht zerschrammelt oder kaputt. Aber ich bin halt total zerlegt worden von ihm. Oh. Bin ich ein bisschen unfair. Als wären seine Klamotten unzerstörbar. Toll, ein Groschen. Na ja, gut. Ich wünschte, ich hätte ihn besiegt, dann hätte ich seinen Bogen bekommen. Aber mein Gott, da kann man nichts gegen machen. Ich wusste das nicht, dann hätte ich vorher nochmal gespeichert oder sowas. Naja. Leute, ich danke euch fürs Zusehen. War cool. Der Part hat mir sehr gefallen. Ich hoffe euch auch. Würde mich dementsprechend sehr über Likes und Kommentare freuen. Schaltet wieder ein zu Kingdom Come Deliverance und bald schon geht's weiter. Morgen, um genau zu sein. Danke, auf Wiedersehen. Tschüss.